Schön, dass du eingeschaltet hast. In der letzten Folge haben wir ein bisschen Observer gesucht, ne? Laut Titel zumindest. Und wir haben ja auch das Licht fertig gemacht. Das ist nämlich sehr gut, dass wir das Licht fertig gemacht haben, weil wir müssen jetzt mal was anderes machen. Wir haben nämlich ein little Problem, weil das Problem ist, dass wir hier so viel anderes Zeug haben. Wir müssen nämlich eigentlich hier runter. Also die Frage ist jetzt nur, wie, nee, da sind wir nämlich schon in dem, hallo, schwimmen wir mal da rein. Nein, nein, hallo, lass mich raus, ich will nicht. Wir sind dann noch zu tief, ne? Also wir müssen noch tiefer. Hier ist das Salt Sand, genau. Die Frage ist, warte mal, wir haben doch hier vier Eimer. Ah nee, das ist doch das, das können wir machen, weil wir können nämlich jetzt hier so rausbauen und können nämlich jetzt sagen, ja, ja, eine Schere wäre es cool, aber wir haben jetzt gerade keine da. Ah nee, da ist noch Wasser drin, haha. Gut, dass wir da doch den Boden nicht fertig haben. Hier müssen wir nämlich hoch. Zack. Zack, da müssen wir hoch. Wo. Lass mich raus, danke. So, wir bräuchten eventuell nochmal ein bisschen Ender Chest. Und ein bisschen Beacon, Bottle. Wo haben wir denn eigentlich die Eimer drin? Haben wir die überhaupt hier in dem Ding drin? Schiers. Hier können die Eimer drin sein. Jawohl. Dann müssen wir gleich auch nicht, was geht hier ab? Also wir können jetzt hier dann tatsächlich schon mal den da hinsetzen und den hier nehmen. Und theoretisch gesehen den erstmal wegzoomen, weil wir müssen jetzt. Wo, hallo. Weil wir müssen nämlich jetzt hier, warte mal. So, wir wollen nämlich jetzt das so machen. Die Frage wäre jetzt gewesen, würde das noch reichen, wenn wir das so machen? Wenn wir den jetzt nehmen, schmeißen den dahin. Hier ist gar keine Quelle. Und setzen das Schild. Warte mal, wir müssen erstmal zack, 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 sowas machen. Das Schild einmal, dass wir jetzt hier. Au, lass mich da hin. Wo ist das Schild? Das Schild. Zack, zack. So, jetzt haben wir. Oh ja, es funktioniert sogar richtig gut. Das funktioniert sogar richtig gut. Das heißt, wir können das Packed Eis hier hinsetzen. Und dann können wir jetzt theoretisch gesehen hier eigentlich nach oben alles einreißen. Zack, zack, zack. Und das Ganze können wir wegmachen. Und erstmal einen Screenshot machen. Weil die Wasserstraßen müssen leider weg. Das ist halt leider ein bisschen fehlgebaut hier, sag ich mal. Das ist ein bisschen doof gemacht. Kann ich leider auch nichts für. Ist leider so. Zack, 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 so. Hier zwischendurch mal kurz einsammeln, dass hier nichts verrotten geht. So, da genau hier, die können ruhig bleiben. Weil da kommt ja wieder was hin. Aber dafür müssen wir die hier und die und die und die neu machen. So, das heißt, den und den müssen neu. Und der, nee, der nicht. Ja, klar, der auf jeden Fall. Definitiv. Der wahrscheinlich eher weniger. Beziehungsweise wäre hier ja nicht schlecht, etwas aus Glas zu bauen. Die Frage ist doch, wir nehmen normale Glasscheiben hier. Normale oder grün? Normale, würde ich sagen. Ich würde halt bis dahin erstmal sagen, wir bauen schon mal den Soul Sand Block dahin.
Zack. So, genau. Zack und zack, so, und jetzt können wir nämlich hier gucken, dass wir hier zubauen, zubauen und zubauen. Genau, und anschließend den zubauen, und hier können wir gucken, einfach zubauen. Ja, wunderbar, das geht auch 1A klasse. Leider wird das da nicht eingesammelt. Schade. Und ein Schild. Achso, Schild ist von oben. Okay, gut. So, das Schild ist leider von oben. Super, wunderschön. Das heißt, wir brauchen Glaspaints. Oder Glas. Wir holen uns einfach Glas, weil das ist einfacher. Ne, Glas haben wir hier hinten. Da hinten ist Glas. Aber wir hätten uns da vorne einfach Glas holen können. Naja, gut. Holen wir uns mal ein Stick 2. Und 2 Stacks Glas. Finde ich nicht schlecht. So, dann den dahin und Endeside kann weg. Die behalten wir noch, und dann machen wir hier mit dem Glas Paints. Haben wir noch genug. Können wir es gleich ins Lager schmeißen. Wir müssen sowieso noch Terrakotta einsortieren. Terrakotta müssen wir sowieso einsortieren. So, jetzt können wir nämlich hier zack, 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 zack. Ne, wir wollen das schon so machen. Zack, 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 zack. Also wir wollen zumindest mal gucken, wie das aussieht. So, und dann können wir nämlich jetzt hier... Oh nee. Oh nee, das ist doch doof. Das geht nicht. Na gut, wir können das ja anders bauen, wir sind ja nicht doof. Wir können das ja so bauen, dass wir einfach hier die Blöcke nehmen. Zack, zack, zack. Und dann können wir die ja dagegen setzen. Und anschließend. Und anschließend hier hinsetzen. So, zack. Und das Ganze dann hier. Beziehungsweise können wir hier Glas hinsetzen. Ohne, dass wir jetzt vielleicht uns da hinstellen in den Weg. Das andere ist, wenn wir jetzt ein Glas hier hin setzen würden. Würden die jetzt noch trotzdem hochfliegen? Ja, die würden trotzdem hochfliegen. Und die würden sogar teilweise zu weit fliegen. Okay. Was wiederum für mich bedeutet, hier müsste theoretisch gesehen ein Glasblock des Ganzen hin. So, jetzt müssen wir mal gucken. Und zwar sind wir hier irgendwo zu Hause. Das geht jetzt nicht, weil der ja jetzt hier runter geht. Ah, ärgerlich. So, 54. Dann müssen wir jetzt gleich 58 da haben. Genau, wunderbar. Das passt doch perfekt. Das passt doch perfekt. Und da können wir jetzt nämlich hier sagen, nee, warte mal. Nee, so, so, zack, zack, so einmal. Zack, zack, zack.
So, guck mal, da sieht das man, also man sieht es ja schon fast gar nicht mehr. Das Einzige, was halt doof ist, man darf jetzt halt nicht mehr da lang laufen. Das können wir jetzt auch überlegen. Wir können das auch so machen. Ja, das sehen wir mal, wie das nachher aussieht, ne? Das werden wir dann sehen. Aber gut, dann würde ich einfach in der nächsten Folge den nächsten bauen. Und dann hätten wir das doch auch geschafft. Ich würde sagen, wenn es dir gefallen hat, lass doch positiv werden. Da einen Kommentar, würde ich mich echt mega drüber freuen. Ist aber kein Muss. Und ein Abo ist kostenlos, kostet nichts. Müsst nur auf Abonnieren drücken. Bis zur nächsten Folge. Ciao, Leute.